kratzt dich weg. So, das installieren wir schon mal. Habt ihr das überhaupt? Ist das genehmigt? It's perfect. Look at the majesty. I can't bear to draw my eyes away. I look so friendly and welcoming. Ja, Viro, ne? Ich musste dafür 600 Gold zahlen. Nur so nebenbei. Amazing. My design, your handiwork and Pablo's finishing touches. Ja, ein bisschen plus machen. It's absolutely perfect. People are going to start calling my shop by the stairs. You know, with all the attention I'll be getting. Like, everybody will be looking. Or staring. Ah, by the way, es ist okay, how much was Pablo's fee? Komm, ich mach mal 250. Well done. Oh, guck mal, sogar plus 5. Bin ich daran erinnert, dass du mit ihm... But it seems that's either here nor there. 250, that's a great price. Kommt ihr dann so, das ist dir aber nicht erlaubt. Right away. The shop owner and the workshop owner. What are you two doing here? Not thinking of traveling somewhere, are you? With so much work to be done. Und selbst wenn, das wäre eigentlich vollkommen egal, oder? Hat ihn noch nicht zu interessieren. This fine billboard that our friend here made. An advertisement. Let me see. Wenn das er das nicht machen darf. Yes, very nice. Aber ganz ehrlich, das ist ja gut fürs Dorf. For new constructions. Are you not? No one is above the law, Arvio. In case you forgot, any construction on public property must first go through the Commerce Guild with an application fee. Following which, the request will be sent to City Hall, so klar, where Katie and myself... Das war so klar. Right, right. Application. And the fee. Hey, Con, du hast gerade 250 Gold gespart. Zahl das. You would do well not to interrupt me, boy. As I was saying, Heidi works with me, keeping track of zoning for new construction. Was ist das denn für ein Arschloch, Alter? But as it turns out, to my knowledge, there is no zoning conflict here. Woo! You know, old chap, the way you were talking, you made it sound like... However... Huh? There is still the matter of the application fee that you so absent-mindedly circumvented. 500 goals. Otherwise, I'm afraid. Lass mich ran, die müssen wir jetzt zahlen für ihn, weil er es nicht dabei hat. Very modest creation of yours. Yes, yes, of course. I would never dream of trying to wriggle out of paying for such a valid and clearly very necessary service. Let me just speak with my partner privately for a moment. Wo ist denn sein Partner? Steht er auch noch mit hier? As you may recall, I'm still a bit short. Also, I don't have 500 gold on me. But don't worry, I have a plan. Let's convince Miguel to keep the sign up and just give me a few days to come up with the money. Wir stehen hinter ihm, ne? Wir sind ja gut. Nice. Habe ich überhaupt 500 Gold? Follow my lead. Der nimmt mich ja komplett aus, Alter. What's there to discuss? This isn't exactly what I'd call a complicated issue. Pasta, the thing is, for a little shop like mine, 500 goals is quite a hit. I don't even make that from a full day's work. Can we leave the sign up and I can pay the fee after a couple of days? I mean, it's not Ich bezahle, dass er einfach Jude ist, oder? You can see my shop from your church, can't you? And I mean, who knows? Maybe some tourists will see the sign and decide to hop off the train. This sign could pay for itself in a matter of days. Ich finde es eigentlich ganz clever, ne? Ich sag mal so, Sandrock lebt ja auch von Tourismus, weißt du? Und wenn die das sehen, dass es hier Läden gibt, Shops gibt und, wo die shoppen können und, dann besuchen die doch aus Sandrock. Wo ist das Problem? Das hebt doch bloß das Ansehen der Stadt. Also, weiß ich nicht.
Bei den Treppen verdienen nicht besonders viel Geld. Ich kann für Aviro bürgen, würde ich mal sagen. Sie ist ein Central, braucht diese Werbung. Das meine ich halt, ganz ehrlich. Das werde ich jetzt auch machen. Perhaps there is some merit to your words. We do benefit by having visitors of the non-bandit genau. variety. Fine. I suppose these laws were originally written with the intention to improve commerce in Sandrock, not hinder it. Genau, den Handel in Sandrock zu verbessern. I will inform City Hall. Wonderful. Thank you, Basta. You're so forgiving, just like your religion tells you to be. Oh nein, jetzt müssen wir es trotzdem bezahlen. Hätte ich das Mittel genommen, hätte ich jetzt sagen, bezahlen wir ihn durch, ne? Yes. Why? Ha! That went well, I'd say. Thank you for your support. Within a few days, I'll have that silly fee paid for. Oh, and I'll pay you back as well. Whew! Finally, I love it when a plan comes together. Some of what I said is true, by the way. I do think this billboard will pay for itself in no time flat. All right. I'm going to speak with Jensen about when there's the most traffic so I can prepare for the crowds. Thanks again. Alles klärchen. Boah, Werkstattpunkte schon wieder plus 200. Nice, man. So, ja, wie können wir das jetzt für den zahlen einfach und dann ist gut? Wir können ja einfach verprügeln, dann ist hier Feierabend, Digga. Hey! Oh, was ist denn das? Geburtstag? Damals in Bannerrock war meine Lieblingsjahreszeit der Herbst. Angenehm, kühle Brise, goldene Blätter und mein Geburtstag ist am 6. Naja, gut. Da können wir jetzt nichts machen, ne? Oder müssen wir jetzt in 4 Tagen das einfach bezahlen? Weiß es nicht. Ich weiß es nicht, Leute. Wir lassen das einfach auf uns zukommen, würde ich mal sagen, ne? Jetzt müssen wir halt wieder bis zum Friedhof latschen, Alter. Kann ich hier nicht außen rum gehen? Ja, ne? Glaube ich kürzer, als wenn wir jetzt durch die City jumpen. Und gibt's hier irgendwas? Jemand verstorben? Duell? Revolver-Duell? 2 Tote. The Museum. Hopp. Alle-Hoop. Können wir eigentlich im Museum... Greift das auch auf unser Storage zu? Auf unser Lager? Wir müssen eigentlich wieder ein paar Sachen zusammen haben, oder? Ich guck gleich mal, ob das funktioniert. Museum müsste ja bis 20 aufhaben oder so. Ein bisschen länger. So, hier. Gandalf. Meine Güte, dieses Fotoalbum ist sehr gut gemacht. Nicht so jung und so untalentiert zu sein, ist etwas, wie man sagt, die Stärke jüngerer Wellen. Soll die Alten aus ans Ufer spülen. Ich werde gut auf dieses hier aufpassen. Ich bin zuversichtlich, was die Zukunft mit sich bringt. Danke, junge Handwerker. Kein Problem. Wenn mal wieder was ist, melde dich bei mir. Mach doch sowas gerne. Es gab schon wieder so viele Handwerkerpunkte, Leute. Unabhängig von den 2 Missionen. Ne? Apropos... Wir haben gar nichts mehr, nur noch Blumenturm ist sie. Ey, wir haben alles erfüllt, ne? Wir sind richtig gut dabei. Gibt's da noch irgendwo eine Quest? Wir können auch aktuell keine Quest annehmen. Ey, der mysteriöse Mann ist da. Oh! Der mysteriöse Mann ist da, der mysteriöse Mann ist da. Wir können denn zu ihm... Wie viel Gold habe ich? Wir haben 1000... bei dem ist immer alles so teuer, ne? Wir haben halt nie Geld, wenn der da ist. La 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 la... Na, bis 18 Uhr hat es noch auf. Junge, was ist das für ein... Weißt du, Touristen kommen hierher und 18 Uhr ist das Museum schon geschlossen. Was sind das denn für Museumszeiten, Digga? Finde ich nicht so geil. Sollen die nochmal drüber nachdenken, ob die Zeiten so okay sind. So, mysteriöser Mann, wo bist du mittlerweile? Da. Ich glaube, der geht gerade hier hoch in die City, kann das sein? Diese Flieger, ne? Moin, Grace. Da ist er doch. Der mysteriöse Mann. Moin, Digga. Was gibt's denn bei dir so Feines? Erstmal ein bisschen plaudern. Ja, ja. So, Laden. Angriff.
Das ist halt geil, ne? Angriff 22 bis 22, aber 22 Damage am Arsch mehr. Eine große Lagerkiste. Aber das ist kein... Kann nicht veredelt werden. Das ist halt kein... Ach, drei Stück sogar? Ah, ne, man kann drei Stück bei dem kaufen. Mann. Sag mal. Freizeitarmband, Verteidigung. Verteidigung? Ich suche halt immer noch nach Reflexionsgegenständen, was halt mega sick wäre. Verteidigungspunkte? Ja, irgendwie ja nicht, ne? Reliquientasche? Was haben wir hier? Möbelkiste. Öffnen Sie diese, um ein zufälliges Möbelstück zu erhalten. Wäre wahrscheinlich auch ganz geil. Schatzkiste. Ein sehr schönes Armband. Also, ich würde mal behaupten, dass das eigentlich ziemlich geil ist. Ich glaube, das werde ich auch machen. Das werde ich mir kaufen. Wir waren immer noch nicht bei Rocky und haben das gemacht, ne? Mit den Materialien liefern. Ach, Mann. Und auch schon wieder kein Geld mehr dafür. Danke, Mysterioso, mein Spiel wieder weg. Tschüss. Bleibt der jetzt noch ein paar Tage? Wir brauchen einfach viel mehr Geld. Es ist schade, so pleite zu sein, weißt du, so arm zu sein. 18 Uhr. So, ich platziere das mal eben, dann gehen wir nochmal oben den Bus abbauen. Für Materialien. Oh. Oh, 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 schick. Schick, schick. Aber ich glaube, da mache ich noch einen dritten Edelstein rein. Irgendwas noch anderes. Ich glaube, das kommt ziemlich geil. Haben wir schon Aufgaben gemacht an diesem Tag? Kommt mir absolut nicht so vor, ne? Oh, man kann sogar noch rein. Mal gucken, was das kostet, dass wir uns was liefern lassen. Aber ich glaube, vierstellig. Ich glaube, das können wir uns nicht leisten. Ach, hier ist das, glaube ich, ne? Ein Vertrag, Contract, 2087. Digga. Bergungsarbeiter können Gegenstände aus den Ruinen zu dir nach Hause liefern. Achso, das ist bloß ein Beispielbild. Hier kannst du prüfen, welche Service die Bergungsunternehmen für dich bereitstellen. Ein Vertrag läuft zu Beginn eines neuen Jahres aus. Wenn du die Dienste weiterhin beanspruchen nehmen willst, musst du zurückkommen und das verlängern und so weiter und so fort. Alles klar. Also, ja, hier können wir uns das zusammenklicken wie im Vorgängerteil und dann machen. Ja, geil, machen wir das doch mal, oder? Was wollen wir prinzipiell haben? Das liefern die aktuell. Ressourcen, normale, hochwertig, Kupfer, Holzschrott. Holzschrott haben wir halt eigentlich relativ wenig. Ach so, das ist doch fix, ne? Kontingent bestätigen. Ich habe nicht genug Gold. Also wir können selber gar nichts bestimmen. Stufe 2. Bitte. Wie kann ich denn Stufe 1 und bei Stufe 2 auswählen? Wir Minenarbeiter liefern dir folgende Ressourcen nach Zufallsprinzip. Also ich würde, wenn halt, dann doch schon Stufe 3 direkt machen. Aber ich glaube, das steht uns ja gar nicht zur Verfügung. Das kriegen wir wahrscheinlich erst im Laufe des Spiels. Aber wir können uns ja nicht mal das hier leisten, sind wir doch mal ehrlich. Ja, da ist man doch am Überlegen, ob man nicht mal, doch anfängt, langsam Sachen zu craften, oder? Stufe nach Stufe kaufen. Nee, du kaufst ja die... Achso, meinst du das, wenn du einmal Stufe 1 gemacht hast, kommst du... Ich glaube, das ist storybedingt. Irgendwann kriegst du storybedingt Stufe 2 angeboten. Dann kannst du die aussuchen, dann kannst du bestimmt blättern oder sowas. Aber werden wir dann sehen. Oder ist halt Stufe nach Stufe, ne? Das ist erst 1. Wenn es abgelaufen ist, kannst du 2 machen, irgendwie so. Mal gucken. Da haben wir an sich genug. Dass hier mal eine Erfahrung droppt.
Gestörter Bus. Jeden Tag ein Bus. Wir haben jetzt wie viele Busse? 20 Busse schon zerlegt. Ist halt immer wieder witzig, wo kommen nur die ganzen Busse her? Ich bin am überlegen, ob ich noch runtergehe, ganz kurz. In die Mine und noch Kupfer abbaue. Weil Zinn haben wir ja mehr als genug und Kupfer ist uns ausgegangen. Ja, komm, machen wir, oder? Komm, machen wir. Ich glaube, das ist eine geile Idee. Noch so 2 Stunden runter, weißt du? So, dass wir noch vor 0 Uhr da sind. Komm, ich gehe dafür. Ich gehe mal in die 9 dafür. Ja, zurücksetzen und rein da. Erst 20. Dann halt immer solche riesen Klopper. Stellt sich halt auch immer die Frage, wo es herkommt. So, wie gesagt, Kupfer brauchen wir nicht. Moin Leif, wie geht's dir? Ich grüße dich. So, da gehen wir gleich nochmal vorbei. Gucken wir mal, ob die irgendwas gedroppt haben, was Schönes. Bonuserz. Nö, das war's auch schon. Wie war denn das hier? Irgendwo ging's hier runter, glaube ich. Scanner war im F, ne? Ja, genau. Ah, da geht's auch tief runter. Aber wo ging's denn hier runter? Ach, da ist der eigentlich Durchgang. Oh ja. And here it is. More Copper. More Copper Ore. Alter, das Bild ist ja strong. Das gefällt mir ein bisschen. Komm, wir buddeln uns mal da durch. Noch ein paar Reliquien mitnehmen. Was gab's? Metallspule und Flussbrücken, Brückestufe 4. Da haben wir noch ein paar, da haben wir noch ein paar. Einfach hier so drin, ne? Flussbrückenteilstufe 1. Ich glaube, wir können halt schon enorm viele Relikte zusammenbasteln, ne? Habe ich halt das Gefühl. So, gibt's hier jetzt noch irgendwo Kupfer? Und Schild? Mit dem August-Update kommen auch wieder so versteckte Räume dazu. Die es auch im Ports ja schon gab, dass sie hier so versteckte Räume reinbuddeln kannst und dann hast du da so kleine Mini-Instanzen in den Instanzen hier. So, ich glaube, das reicht, oder? Kommen wir noch ein bisschen Zinn mit, wir haben jetzt so viel Kupfer abgebaut, scheiß drauf. Willkommen zurück, Angie. Jo, Alter, haben wir den Tag wieder gut genutzt. Und jetzt können wir über die Brücke, glaube ich, drüber und in das neue, in das neue Höhlensystem rein. Wir müssten eigentlich dafür, na, eigentlich haben wir kein Geld dafür. Wir müssen ja noch bei Rocky das machen für 2000. Boah, wir sind ja chronisch pleite. Vielleicht stellen wir doch mal ein paar Sachen her und verkaufen die jetzt. Beziehungsweise am nächsten Tag. Wäre wahrscheinlich mal sinnvoll. Ja, komm, Geräte ins Stand setzen, Sachen noch herstellen, dann gehen wir pennen, dann verkaufen wir am nächsten Tag mal ein paar Sachen, damit wir ein bisschen an Kohle kommen. Ich meine, wenn du hier mal mit einem Schub 2.000, 3.000 Golds bekommst, das ist halt ein Witz, ne? Oh nein. Das ist ja auch noch fertig. Ernten. La 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 la. So, wir brauchen tatsächlich 6 von den Kakteen. Wir brauchen 6 von den Kakteen. Und haben jetzt
Da, 6 Stück. Sehr geil. Okay, die haben wir schon mal. Strong. Wie krass, das nimmt alles so viel Platz ein. Heilige Mutter Maria, ne? Das hält's im Kopf nicht aus. Ja, also Schrott haben wir keins mehr, nur noch Gummischrott. Können wir das ja auch mal wieder in Stun setzen, weil wir haben noch mechanischen Schrott. 15, 22, hier haben wir nicht so viel von. 7 Marmorplatten, gut, bleibt auch dabei. Kupferplatten haben wir nicht mehr so viele. Jetzt haben wir uns Quarz gemacht. Können wir direkt wieder Quarz hier rein ballern. Was gibt's denn hier? Mhm. Eisenerz. Eisenerz ist eigentlich auch ziemlich geil, ne? Haussammler kann so bleiben. Bitte bleibst du, wie du bist. Oh, Kupfer. Kupfer haben wir ja schon. Guck mal, wir haben fast... Wenn das jetzt fertig ist, haben wir 84 Kupfer, Alter. Kupferbarren. So, dazu kommen auch wieder 24 Bronzesachen. Oh, warte mal. Oh, 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 ich muss die alle auffüllen. Ich glaube, der nicht, genau. Und die anderen muss ich alle auffüllen. Feini. Feini, feini, feini. Sag mal, wenn ich das hier... Warte mal, ich probiere mal was. Kann ich das gar nicht nehmen? Ja. Hier, da kann ich doch hingehen, das aufnehmen, genau. Das kann ich nicht aufnehmen. Warte, aufnehmen. Wenn ich das aufnehme und einstecke, kann ich das nicht sogar veredeln, damit es geiler wird? Guck mal eben. Möbel. Ne, kann ich nicht, ne? Schade, ich dachte, ich kann das ein bisschen upgraden, damit es halt von der Qualität her ein bisschen krasser wird. So, aber wir gucken trotzdem mal ganz kurz hier rein. Was haben wir denn so Feines? Pistole haben wir schon im Maximum, ne? Die hat auch Lebensraub, alles drum dran, das ist cool. Eisenschwert, das ist alles eigentlich alles schon krass. So, Freizeitrose hat Reflexionsschaden. Wenn ich da jetzt rein jiete, immer noch Reflexion, erlittener Schaden minus 3, maximale HP erhöht plus 2,5. Krass. Weniger HP, Fähigkeitsstärke bleibt auch gleich. Ich behalte das Alter. Probier nochmal. Schadensreflexion bleibt plus HF. Weniger HP. Ach, Alter, Werte behalten. Was ist denn, wenn wir das hier eigentlich upgraden? Kommen da Stats dazu? Oha. Ja, theoretisch schon. Aber nicht so geile Stats. Ich probiere mal weiter. Nicht so geil. Oh, jo, 60% Schadensreflexion, Verteidigung plus, alles klar, neue Werte nehmen. Jo, Moment, direkt testen. Weil, wir haben nämlich Oberteil nur 50%, 33% Verteidigung, Alter, das ist ja, Alter, und Fähigkeit, Alter, zack. Ah, müssen wir nichts kaufen. Strong. Komm, hier direkt mal die Boots noch probieren. Die haben gar nichts. Ich zieh die mal aus. Alter, das war Ehre. Das war richtig Ehre. Einfach ganz viele von diesen Punkten gespart. Lass mich ran, die Schuhe gibt's hier nicht. Oh nein. Okay, die Schuhe, die wir da gekauft haben, die können wir hier nicht verknüsern. Warum nicht? Nee, die gehen nicht.
Also einige Sachen verstehe ich ja noch nicht so ganz.